Pues decía, pues te favor, pues se va a prestar ese amigo, pues. Vaya, me cuento, yo me lo voy a ver. Eight, two, one, two, three, one, two, three. Bist du gerade bereit, Karl-Heinz? Karl-Heinz, glaub, bist du bereit? Super! Du, bevor wir nicht los sind, gestartet, dann magst du sowieso nicht. Okay. Was, die Kameras, die sind ja wohl einschalten? Du kannst die Nervosität stellen, das ist ja mal. Also, one, two, three. Willkommen zu Zyklisch, spezielle Land mit Extrem. Mein Name ist Karl-Heinz Rammler, heute mit meiner Kollegin Gerlinde de Dumpf. Danke. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier bei uns im Zyklisch-Studio. Ich bin Gerlinde de Dumpf und beginne sogleich mit dem ersten Thema. Die Politik. Skandale bei der Generalversammlung. Am 1. Februar 2014 in St. Oswald. Obmann Andreas M. und Leiterin Ines H. lauerten wie zwei hungrige Spinnen im Netz und fanden schließlich zwei chinesische Wüstenspringmäuse, Helmut Heli W. und Stephanie S. als Opfer, die ihre Nachfolge antraten. Mehr dazu im Beitrag. So, du, Karl, was tut, was tut? Da hinten sind der Bundespräsident. Was ist denn los? Schau! Ihr Hänschen, du krasses Pferd, da bist du leider was, kein Hänschen. Ja, grüß dich, was ist da los? Ja, bist du wahnsinnig. Na, und wie geht's dann, Margit? Ja, gut, geht's ja auch. Ja, für alle geht's ja auch gut. Na, was, ja, wir sitzen alle zusammen am Fenster ein bisschen. Ja, bei dem ich hieß, bei uns da in Stolpern. Ja, na, was? Na, eine Situation. Du, ich würde es gleich durchsagen. Danke, Heinz, fast das mein. Tschüssi, fette Papa, der kann Heinz. Tschüssi, Papa. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Attention, Attenzione. Welches Witz, don't schwitz. Eine Sensation heute. Unser Bundespräsident Dr. Heinz Fischer möchte sich live aus der Hofburg zu uns schalten. Bitte, lieber Heinz. Beuntertanen und durchaus auch liebe Untertaninnen. Ich bin euer Bundespräsident Fischer Heinz, der Nummer 1. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Landjugend St. Oswald Mörderburg ein sehr erfolgreiches Jahr gehabt hat. Und da lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, als Oberobmann, wenn man so will, der österreichischen Landjugend Ihnen persönlich zu gratulieren. Es ist immer schön, so eine aktive Landjugend zu sehen. Ich war früher ein sehr aktiver junger Mann, in welcher Hinsicht auch immer. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Natürlich auch von meiner Margit wünsche ich Ihnen alles Gute. So, jetzt ist mir das eigentlich aus Bobidl. Ich gehe jetzt an Leberkäs essen. Guten Morgen, euer Heinz. Ja, nun aber jetzt weiter mit dem Thema Allgemeinbildung. Ja, natürlich konnten auch dort die Landjungen mit außermenschlichen Leistungen dienen. Egal ob den Bildungsstand Nord, den 4x4 oder Agrargenuss-Olympiaden, die Mitglieder konnten ihr Wissen unter Beweis stellen und jetzt natürlich mit Bravour. Auch wenn die Milchverkostung den ein oder anderen natürlich auf den Magen schlug, natürlich verging das auch wieder. Nun genug geredet, mehr dazu im Beitrag. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. 100 headlights, making me blind. All of
your pleasures, catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay under the night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know I gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. Menettäminen tiedän ensin mennä temperamentin teemen hoitee. Tässä spat ora se spat. Te mitä et saa tässä pitsit Varpo epäkyt min spektakulleva action. Näin su olympiselästäne voin päätä spittisciplin. Temmissä ei voin afte internationalin pekkäten. On kefehtetten strage tiipintäläinen. Shoutishelta. Arbeitet Höhentemperaturen desto leistungsfähiger wurden unsere Athleten. So mussten für den Heimtransport der Medaillen, nee, Trophäen oder Pokale. Ein Transportunternehmen engagiert werden. Wir scheuten natürlich keine Mühen und keine Kosten, nahmen das allseits bekannte ukrainische Unternehmen Klitschko Enterprise. Komischerweise kam diese Lieferung nie bei uns an. Nee, sei es wie sei. Jedoch gelang es uns, ein Foto des mutmaßlichen Täters auswendig zu machen. Bitte. Zum Täter, kurze Beschreibung. Lange schwarze Haare, leicht gepoint und einen leichten Herbert-Akzent. Zum Fahrzeug laut Rücksprache mit unserem Obermechaniker Manuel Manicho L. Handelt es sich wahrscheinlicherweise um ein älteres Modell. Welches genau konnte er nicht beschreiben? Er kennt nur Modelle mit einem Hirschhorn drauf. Er schätzt, dass es sich um ein chinesisches Dosen handelt. Nähere Infos bitte an den Hallinger Hof. Die Bogendeckel kann nämlich M. Also, weiteres nun zum Sport, aber im Beitrag, bitte. Wir sind die Jugend von heut, die Zukunft vom Land. Wenn wer was braucht, reichen wir unsere Hand. Wir sind hier und haben unseren Stolz. Auch das an ganz besonderen Holz. Die Spruch, die wir reden, die Jungen verstehen. Unser Handschlag, der zählt, überall auf der Welt. Wir halten zusammen, unser Wort ist was wert. Sind ein gutes Team und wissen, was sie kehrt. Wir sind die Landjugend. Wir sind aus der Steiermark. Feiern gern mit Danzugsang. Unser Freundschaft heute. Renieren nicht lang rum, haben gute Ideen und setzen die um. Wird uns gern, ganz ohne Frug. Heute und jeden anderen Tag gibt's ein Theater auf die Nacht oder jeder noch klagt. In der Früh ein Turnier, ja, das packen nur wir. Wir halten zusammen, unser Wort ist was wert. Sind ein gutes Team und wissen, was sie kehrt. Wir sind die Land. Wir sind aus der Steiermark, feiern gern mit Tanz und Song, unsere Freundschaft hält ein Leben lang. Wir sind die Landjugend, wir sind aus der Steiermark, haben eine Wahnsinnsenergie, wir sind einfach stark. Und
Nun kommen wir natürlich zum nächsten Thema, die Gesellschaft. Atemlos durch die Nacht, aber der nächste Tag war natürlich ganz schön zart. Nach hartem Schuften und Rackern gelang es der Landjugend ein geniales Bezirkstreffen und ein hochspektakuläres Wurzelfest auf die Beine zu stellen. Ich, Gerlinde Duff, war natürlich live für Sie vor Ort. Ruhig, leider fehlt mir dazu jeglichen Erinnerungen. Doch Bilder sagen natürlich mehr als 1000 Worte. Like to say to you, but I don't know how.
what you not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Von mir, Gelinde Dupf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, restlichen, unterhaltsamen Abend. Vielen Dank für euer Zusehen. Ich leite zum Ende des schönen Filmes weiter zu meinen Kollegen, Herrn Karl-Heinz Hammler. Bitte, bitte, bitte. Danke, Gelinde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, traurig, aber wahr. Wir kommen schon zu unserem letzten Thema heute, und das ist Landwirtschaft und Brauchtum. Da unser, wie vorher schon erwähnt, Obermechaniker Manuel Malicho, noch, viel zu vielen Urlaubstagen zu sehr im Stress war, musste der talentierte Mörderbrucker, ich möchte keinen Namen nennen, F.Friedberg-R.Rumpel, auf seinem Mähwerk verzichten und zur krassen Sense greifen. Doch siehe, der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Er meldete sogar den Leuten im Bundesbescheid um die Ohren. Natürlich auch der Brauchtum in der Gemeinde war und ist der Landwirt ein sehr, sehr großes Anliegen, wie Sie nun im anschließenden Beitrag sehen werden. Was man nennt, ich sieg die alten Gesichter und was sie hat, sie früher alle gut bringt. Jetzt hat es ewig einmal gesehen, gar kommt man wieder zum Reden und für einen Moment ins Weinen. Es war die alte Vergangen. Die gute alte Zeit ist leider vorbei, danke, dass dabei warst, es war schön. Wir's einfach nur
So, meine Herren, ach du Scheiße. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war das heutige Zipfel-Spezial Landjugend Extrem. Heute mit meiner charmanten Kollegin Gelinde Tupf. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Hoffen wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wünschen Ihnen alles Gute. Habt es fein. Euer Karl-Heinz. Danke.